Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme und einer neuen Folge von Gothic. Diesmal mit Minecrawler-Eiern und Korkalom. Und da das letztes Mal so gut geklappt hat, als ich das Rezept geklaut habe, dachte ich mir, ich probiere erstmal noch die andere Kiste zu öffnen, was allerdings leider nicht funktioniert, weil in beide Richtungen der Dietrich einfach sofort abbricht. Das heißt, es ist wohl eine Kiste, die ich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen kann. Von daher ist da jetzt auch ein Weiterprobieren relativ unnötig. Hey Digga, was für dich? Was willst du? Ich will nix, ich hab was für dich. Die Zangen behalte ich erstmal für mich. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es! Meine Vision war ein Zeichen! Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet! Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Erstmal finde ich es interessant, dass er jetzt schon weiß, dass die Eier der Minecrawler-Königin genau das Richtige sind, was er braucht. Dafür, dass er vorher keine Ahnung hat, was es Stärkeres geben sollte als die Zangen, ging das jetzt verdammt schnell. Mana-Trank brauche ich nicht, kann er noch nicht wirklich gut zaubern. Erz habe ich eigentlich genug. Ich habe auch genug Heilmittel. Heiltränke sind zwar nicht allzu viel, aber ich habe ganz viel zu essen, zur Not renne ich einfach weg. Waffe wäre tatsächlich sinnvoll. Allerdings würde mich so eine Rune natürlich auch interessieren. Andererseits, ich will erstmal kämpfen lernen, bevor ich mich auf die Magie stürze. Eine Waffe. Möge diese Waffe deine Feinde niederstrecken. So, jetzt gucke ich mal kurz. Wir sehen uns. Was für eine Waffe. Möge der Schläfer dich erleuchten. Was für eine Waffe er da mir gegeben hat. Zweihänder vielleicht, deswegen ganz weit unten. Nee, wahrscheinlich den Knochenbrecher, hä? Den Steinbrecher da. Ach, verdammt, dann lade ich eben nochmal. Wenn die Theorie stimmt, dürfte ich jetzt nur einen Steinbrecher haben. Ich glaube, ich nehme doch lieber die Rune. Weil die Rune, habe ich ja glaube ich schon mal erklärt, ist ein Zauber, den man immer wieder machen kann. Ja, es war tatsächlich ein Steinbrecher. Der ist zwar einiges wert und auch eine relativ gute Waffe derzeit für mich, aber die habe ich halt schon. Was willst du? Ich skippe das Ganze mal. So, ich hätte gerne die Rune. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Oh, ist das Licht? Das ist ja praktisch. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Nein! Sehr gut! Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Oh, ich wollte nur einmal hoch. Wir sehen uns. Möge der Ich wollte nur einmal hoch, nicht zweimal. Ach, verdammt. Oh ja, es ist Licht. Und was tut es? Es leuchtet. Allerdings kann ich das leider noch nicht benutzen. Meine Güte. Ich lade jetzt nochmal, weil die Crawler-Zangen, die würde ich echt gerne behalten. Meine Güte, stelle ich mich gerade an. So, jetzt aber. Jetzt aber endgültig. So, hingehen, Rune nehmen. Scheiß auf die Waffe, ich nehme die Rune. So, einmal skippen. Zack, zack, zack. Ich hätte gerne die Rune, vielen Dank. So, das nicht, das kennen wir schon. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein! Es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Koristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann.
Wo finde ich den? Ja, vielen Dank. Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Okay, wer hat ihn geklaut? Das neue Lager nehme ich an. Wer hat den Eimer nachgestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wird. Ach Mist. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Na gut, angemessen. Und wehe, du meinst mit angemessen... Wir sehen uns. Rieke, der Wehe, du meinst mit angemessen, dass ich den schwarzen Goblin als Haustier kriege oder so. nun gut, jetzt bin ich da endlich fertig bei Korkalom. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ja. Es waren ja nur ein paar Minuten. So, genau, Talas, den Fokus aufladen. Nee, Blödsinn, den einmal nachsuchen. Da in dem drin steht. Ja, das kennen wir ja alles. Ich wiederhole das nur, das ist blöd. Das muss ich gar nicht, ihr werdet ja gerade dabei. Novize, Templer. Templer? Ein Templer. Ist das einer von denen da? Ja, Talas. Hey, Talas. Und bevor ich da jetzt weitermache, speichere ich eine Runde. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Ich will dir doch nur helfen. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. 50 Erz. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Du hättest ja einfach sagen können, nö, ich mach's für 30 oder so. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Ist das meine Schuld oder mein Fehler, wenn du nicht handeln kannst? Ich glaube nicht. Man kann da auch hoch, habe ich gerade gesehen, als es im Dialog die Ansicht umgedreht hat. Da war ich noch gar nicht. Werde ich mal bei Gelegenheit wieder, wenn ich wieder hier bin am Tempel, mal hochsteigen und mich umschauen. Aber jetzt werde ich erstmal Goblins kloppen gehen. Schwarze Goblins. Ist es eigentlich Rassismus, wenn man schwarze Goblins verprügelt? Oder ist es nur Rassismus, wenn man lieber schwarze Goblins als nicht schwarze Goblins verprügelt? Ich glaube ja eher Letzteres. Warum die immer so böse gucken, diese Torwachen? Das verstehe ich nicht. Ich war da gerade bestimmt ein paar Stunden oder so drin, in dem Lager. In Summe schon, seit ich hier spiele. Die kennen mich also schon. Und der Typ da ist ein Novize, der mich offensichtlich begleitet. Oder den ich offensichtlich begleite. Und trotzdem gucken die so böse. Ich verstehe das nicht. Kann ich den Bug reproduzieren? Nein. Ich fand es ja lustig, vor ein paar Folgen, dass ich da das Menü aufgemacht habe und alles ist stehen geblieben, außer der Charakter, der einfach weiter lief. Aber das ist wohl nur... Ich habe keine Ahnung, was man dafür machen muss. Wahrscheinlich muss man ganz speziell getimt, framegenau wahrscheinlich sogar, die Menütaste oder die Charaktertaste und die Vorwärtstaste irgendwie drücken und loslassen und so. Wahrscheinlich auch noch in einer bestimmten Frame von der Bewegung oder so, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ist ja auch nur ein lustiger Nebeneffekt gewesen. Sag mal, wo sind die Goblins? Ah. Wie heißen die Viecher? Lurker? Nee, nicht Lurker. Varane. Was? Nein, nicht. Du sollst die Waffe da nehmen. Komm schon, komm her. Steh dein Varan. Na komm. Na.
geht doch. So. Wo ist Talas? Jetzt sagt mir nicht, der hat sich weggebackt. Talas? 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 Och nö, Talas, wo bist du? Du bist doch gerade hier runtergelaufen, Richtung Varane. Ach, da unten. Okay. Ich dachte schon, der wäre weg. Der ist aber ein ganzes Stück vorgelaufen, hey. Das war ja schon fast außer Sichtweite. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Ja, nee, ist klar. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ja hier die Sichtweite auf... Blödsinn. Ich habe die Sichtweite hier auf 300%. Wenn ich die auf 100% gehabt hätte, dann hätte ich jetzt noch mehr Probleme gehabt, ihn zu finden. Ob ich ihn überhaupt gefunden hätte, weiß ich sogar gar nicht. Naja, kommt von her. Ihr seid ja bestimmt nicht so schwer zu besiegen. Es sind ja nur 7 Stück. Wow, die ganz schön stark sind. Na, komm schon. Verdammt. Ich bin dann mal auf der Flucht. Dumm. Nein, da ist einer auf der Brücke. Geh weg. Geh weg. Nicht zu Talas, sonst kriegt der noch was ab. Sondern erstmal wieder hier rüber und die Wunden lecken. 110 Leben. Oh, ich habe sogar noch 4 Eier von der Minecrawler-Königin. Habe ich jetzt gar nicht abgeliefert? Doch, ich habe dir abgeliefert. Keine Ahnung, was da jetzt war. Seraph ist Lebensenergie. Komm, stopf rein. Boah, nee, warte mal, das sind ja ganz viele. Ich würde gerne mal eher die selteneren Sachen verbrauchen. Wein bringt nichts. Hier, Fallschwanzen-Ragout. Die kriege ich leer. 3 Stück. Ich mag es nicht, wenn ein Inventar so voll gemüllt ist mit Zeug. Und da bin ich voll geheilt. Irgendwer meinte, dass ich immer so... Ja, genau, dass ich immer so gucke, wie viele Lebenspunkte ich genau brauche. Und ich versuche einfach mal, das nicht mehr so zu tun, sondern einfach... Weil letzten Endes, ja, ist der Gedanke hinten dran. Sag mal! War mein Gedanke dahinter natürlich, nichts zu verschwenden. Was aber natürlich irgendwie bei so... Naja, bei Lebensmitteln, die vielleicht... maximal mal 20 Lebenspunkte heilen, halt irgendwie auch maximal 20 Lebenspunkte sein können. Also, ja, ich habe da nicht vorher drüber nachgedacht, das war so eine intuitive Sache, so ein bisschen sparsam damit umzugehen. Aber letzten Endes ist es natürlich wahr, dass das relativ unnötig ist. Weil da einfach gar nicht so viel verloren gehen kann. Den Schnaps würde ich mir gerne aufheben. Ja, den Reis, komm. Dann ist der auch mal weg. So, und ich sehe gerade die Beeren. Die könnte ich, glaube ich, auch zum Großteil dezimieren jetzt. Okay. Kein Großteil. Aber ein Teil. Immerhin. So, dann werde ich mal schauen, wo ich die Höhle finde. Hier ist sie schon mal nicht. Hier ist schon mal nicht die Höhle von den Goblins. Dafür wäre es hier ein bisschen Zeug. Die Sachen mit der Rune vorhin, dass ich die nicht einsetzen kann, weil mir Magie fehlt. Damit ist nicht das Mana gemeint, sondern es gibt auch noch sozusagen sogenannte Magiekreise, die man auch noch lernen oder hochleveln muss. Im Prinzip so, wie man Einhänder oder Zweihänder oder so hochlevelt, kann man auch Magie halt hochleveln.
treffen, bin ich tot. Genau. Und jede Rune, also man muss diese Magie-Level quasi trainieren. Bei verschiedenen Lehrern kann man das machen. Bei den Magiern natürlich. Bei mir werden das wahrscheinlich jetzt die Wassermagier im neuen Lager sein. Und die Zauberrollen, die haben zwar da keine Voraussetzung, also diese Schriftrollen, um sie zu benutzen. Dafür hat allerdings dann jede Rune ein gewisses Magie-Level oder so. Magie-Level? Keine Ahnung, wie es genau heißt. Und soweit ich weiß, gibt es keine Rune, die mit Stufe 0 benutzbar ist. Also um Runen zu benutzen, muss man, glaube ich, mindestens einmal wirklich Magie gelernt haben. Kurz gerade Kreis, genau, Kreis. Der Kreis ist das. Der steht hier. Ja, da habe ich jetzt halt Magie, nein. Naja. Das heißt, ich kann jetzt gerade diese Rune einfach noch nicht benutzen. Wie viel Mana habe ich eigentlich? 5 von 5, okay. Ich habe ja nämlich bei den Minecrawlern habe ich doch ein bisschen Mana verbraucht für das Licht. Aber das habe ich wohl. Ich glaube, ich habe zwischendurch irgendwo geschlafen. Wahrscheinlich kam das dadurch wieder. Ist es dadurch wieder vervollständigt? Na komm her. Na? Na? Sag mal. Hab ich dir erlaubt, mich zu trollen? Warum tust du es dann? Außerdem, warum trollt mich ein Goblin? Da stimmt doch was nicht. Trolle trollen, aber Goblins doch nicht. Ach, Mist, da geht's weiter. Ich dachte, das wäre so ein totes Ende, das ich noch kurz erforschen kann. Nee, dann will ich natürlich jetzt erstmal hier rüber. Oh, da kommt schon der Nächste, ey. Ich glaub's ja nicht. Ja, die sind schon wieder despawned. Ich habe immer die Befürchtung, dass die Gegner immer was dabei haben könnten, was ich dann verpasse oder nicht bekomme, wenn ich sie liegen lasse. Naja, egal. Wird schon passen. Ist ja auch nicht so wild. Was esse ich denn jetzt? Ich könnte das Wasser trinken. Nö, keine Lust. Bei der Seraphis bin ich mir nicht sicher, ob man die nicht irgendwie zum Tränkebrauen verwenden kann. Ich habe die zwar vorhin gefuttert, aber ich halte mich jetzt erstmal an gebratenes Fleisch. Und wegen 2 Punkten werde ich dann nicht nochmal eine Keule futtern. Ja, andererseits haben natürlich dann Goblins selten bis nie, glaube ich, irgendwas dabei. Soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnern kann, war das, glaube ich, immer so in Gothic, dass Goblins einfach nichts dabei haben. Hier ist irgendwie auch nichts, oder? Oder geht's da hoch? Nö. Dann ist der Eimer nach wohl doch irgendwo hier hinten, ne? Also hier ist er auch nicht. Dann war ich vorhin sogar schon mal wieder fast schon am richtigen Ort, nämlich hier. Da muss ja dann eigentlich hier sein. Ja, Moment. Pfeile. Eine Fackel. Bisschen Erz. Was ist das? Eine Schriftrolle. Mit rotem Punkt. Was war das für eine, die da? Feuerball? Müsste Feuerball gewesen sein, ja. Ah, da sind ja Kisten. Die hab ich voll übersehen. Erstmal die ohne Schlüssel. Dietrich, 2 Bier, eine Fackel und ein Almanach über Fokussteine. Wenn ich mich recht erinnere, kann man Almanache lesen, um sich fortzubilden. Das könnte allerdings auch Gothic 2 gewesen sein. Ich werde es mal versuchen, ihn zu lesen. So, rechts? Nee, einfach nach vorne. Ist ja schon offen. Na gut. Naja, ein bisschen Erz. Warum nicht? Nehme ich gerne. Genau. Ich werde jetzt hier noch aus der Höhle rausgehen. Und
Dann werde ich hier jetzt eine Runde speichern. Für alle Fälle. Wer weiß, ob es jetzt gut geht, wenn ich dann einmal nachlese oder nicht. Hier ist er. Ich lese ihn. Erfahrung plus 50. Yeah! Also, wunderbar. Die Folgenzeit ist allerdings auch schon voll. Das wollte ich am Ende der Folge noch machen. Damit ihr nicht auf die nächste Folge warten müsst, bis ich dann einmal nachlese. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich den Almanach abliefere. Tschüss!